Moin Leute, willkommen bei German Nazi Playground. Wir haben wieder mal ein Rennen, der gute Ingo und ich. Und oh. Ja, hallo. Hallo. Ja, ganz zurück diesmal. Der Custom Spectre 6S auf 6S gegen den Armor Creighton V4 auf 6S. Ja, der Carson ist der Stock so eigentlich? Der Stock. Nur gute Servo drin, ne? Und Armor Reifen drauf. Das sind natürlich die besten Reifen. Und der hat einen 16er Ritzel verbaut. Und ja, beide fahren 6S. Gut. Wir werden aber jetzt die Strecke nicht vorher testen, sondern einfach jetzt fahren. Auf geht's! Gut, Ingo, sag an. Auf die Plätze, fertig, los! Ah, Ingo hat Angst vor mir. Oh, alter Schwede! Ja, da hatte ich voll was im Radkasten gerade eben. Den Carson, oh, zu weit. Mist. Oh. Ja, irgendwann mit dem Buggy natürlich hier volle Vorteile. Durchzugskraft jetzt. Und ich habe so viel Grip mit umgekippt. Gut, ich bin da hinten umgekippt. So viel Seitentraktion. Boah, ich muss aufpassen mit denen. Ja, das war ja auch nice aus. Gilt als Rampe. Oh! Hallo, ah, du hast Glück gehabt. Mist! Deine Note geht an mich. Der Doppelbergflip, der kam nur vor der Fahrt her. Und, ah! Der Bremse ist nicht mal kacke. Ja, wer hat jetzt gewonnen? Das war die letzte Runde. Ja, du. Das war aber knapp, Alter. Ja, erste Runde geht an den Creighton. Ich tausche jetzt gleich mal. Mal gucken, wie ich mich mit den Carson-Schlagern. Müsstet ihr ja vor einiger Zeit auch schon in den Videos gesehen haben und, ja, der ist tatsächlich ziemlich überraschend für so ein günstiges Auto. Und ja, haben wir echt hier Videomarathon gemacht gehabt, damit wir für diese ganze schwierige Zeit einen Haufen Videos haben auf jeden Fall für euch. Gut, so, ich habe Carson, er am Creighton. Bereit, Ingo? Jo. Und los. Oh, ganz egal an der Telle vorbei. Wo? Oh, wieder drauf vorbei. Das war aber ziemlich hoch gerade, da war ich überrascht. Da kommen wieder schöne Leute zu. Alter, geht der Carson gut. Ich hätte niemals erwartet, wie gut der geht. Na gut, der hat auch ein geiles Servo drin, ne? Und eine geile Spektrumfunke dran, aber trotzdem. Und geile Reifen, das ist eigentlich alles geil an dem Auto, was... Aber... Oh, fast ans Tor, du. Oh, ich hab aus, ich bin aus, ich bin aus, ich hab Backflip gemacht, bin aus, stopp. So, Rennen geht hier weiter. Ja, wie gesagt, habe ich glaube ich jetzt eben noch gezeigt, weil das ist jetzt ein paar Stunden später. Der Carson hat gerade ein Kabel abgerissen gehabt bei der Landung aus dem Backflip. War ganz gut, der Creighton hat einen Kugellagerschaden am Drift davon getragen, sind alle fresh jetzt. Ja, jetzt geht's weiter, würde ich sagen, ne? Bist du bereit, Ingo? Ja. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Wir haben auch die Rampen getauscht. Hier sind jetzt die Rampen mit dem hohen Kick-Up, wo Ingo wieder vorbeigefahren ist. Und weil wir da nicht so viel Anlauf holen können, weil da vorher die Kurve ist. Und oh, hier haben wir jetzt die mit dem besseren. Ich bin richtig gelandet.
Ja, wie gesagt, ich bin überrascht, wie geil der Karton sich hier fahren lässt. Oh, ich bin auch vorbeigefahren. Ah. Komm, noch eine Runde, Ingo. Durcheinander und so weiter, ich bin vorbeigefahren eben. Ja, weiter. Ich habe jetzt ein bisschen schiefen Spoiler. Und jetzt habe ich doch so viel Seitengrip gehabt. Jetzt liege ich auf dem Dach. Oh, das ist wieder vorbei. Auch. Oh, oh. Nein. Kurz vom Ziel ein Fehler. Aber jetzt überschlägt der Karton sich ja nur. Wie lange ist er bitte hinten auf der Seite stehen geblieben? Was war das denn? Ja, das war ja eine turbulente Runde für den ja, Creighton. In der ersten Runde hat der Kassel gewonnen? Ja, ich bin der Meinung, in der ersten Runde. Ich weiß das gar nicht mehr. Oder? Gut. Nee. Ja, wir tauschen erstmal nochmal um die Autos jetzt eben und dann geht's gleich weiter. Gut. Bist du bereit? Jo. Auf die Plätze, fertig, los. Oh Mann. Ja, Springlock für Verzögerung. Oh, wenn das Michi sehen würde, wie ich wieder schummel hier, ey. Der wird durchdrehen. Oh, Scheiße! Oh, Alter, Ingo! Gibt's ja, nicht? Ja, du bist nicht reingefahren. Nee. Nein! Ah, zu weit, zu scharf. Scheiße. Und weiter. Da wollte er sich nicht abfangen lassen. Kein mitgezählt, welche Runden wir haben, das ist scheißegal. Hauptsache Spaß. Oh, ich bin viel zu weit. Oh, oh Mann, das gibt's. Warte, warte, warte. Lenk nach rechts und gib Gas. Ja, shit. Hättest du mal gegenfahren sollen. So, entscheidende Meter. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, aus den Höhen, ihr wisst ja alle Leute da auf dem Rasen, da bouncen die Autos unkontrolliert hoch. Ah, da auf dem Dach. Ja, ich würde sagen, wir machen noch ein Rennen, das macht gerade so Spaß. Eine Runde gibt's noch. So, noch eine Runde, Leute, oder einmal ein Rennen, wir haben nochmal getauscht. Sag du an. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, was war das? Ja, das war dann doch keine Runde mehr. Da hat die Kasse dann doch senkrecht in den Bogen gejagt. Da ließ sich nichts mehr abfangen. Ja. Querlenker gebrochen. Querlenker gebrochen und Dämpfer aufgeflogen. Das Öl sah man ja auch schön rumfliegen. Ja. Naja, aber er hat sich trotzdem auch tapfer geschlagen, muss man sagen. Also die Stunden, die wir jetzt hier gefahren sind.
Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber der Akku fängt auch ein bisschen blöd, ne? Dass da die. Ja, so weit passiert, dass die Akkus rausgeflogen sind. Also habe ich sonst noch nie gehabt, aber jetzt eben, als ich gefahren bin, ist einmal rausgeflogen. Okay, jetzt bei dir mit den senkrechten Einschlag. Das ist klar, so sehr. Ja. Da kann das passieren, ne? Ja. Naja, gut. Dann gehen das auch irgendwie unentschieden aus. Gut, Leute, dann danke fürs Zuschauen und ja, dann ja, bis zum nächsten Video. Mal gucken, was da dann auf euch zukommt.